Jade! Sie ist okay, sie wacht auf! Oh, Jade, wie geht's dir, mein Schatz? Was? Mir geht's gut, Paige. Gut. Immer noch keine Energie? Nein. Und ohne den Schild sind wir ein gefundenes Fressen für alle Voraks in der Nähe. Was für ein Pessimisto. Euer ergebener Diener Secundo hat die Lösung eurer Geldproblemos gefunden. Secundo, wir sitzen hier fest. Ohne Hovercraft und ohne Schild. Optima hat uns den Saft abgedreht. Das Konto ist leer. Einheiten? Du brauchst Einheiten? Dann komm zu Secundo, schöne Senorita. Hört zu. Die Senorita-Direktorin vom Forschungszentrum will eine Aufstellung aller Tiere auf diesem Planeten. Wie gibt ihr mucho dineros für alle Fotos mit kleinen Tieren drauf? Mira, dieses Vieh zum Beispiel, mach ein Foto davon und tata, mucho Einheiten verdient. Sogar dein Hund interessiert sie. Mal wieder einer von deinen Superplänen, Secundo. Schätze, ich muss mal deine Schaltkreise checken. Wer sollte sich jetzt für sowas interessieren? Wir stecken mitten in einem Krieg. Du verstehst nada, Speckschwarte. Die Kontrolle über die Spezies ist mucho importante. Jade, geh und hol dir deine Kamera zurück. Dann werden wir sehen, ob Secundo Pepperoni in deinen Schaltkreisen hat. Adios, muchachos. Ich habe deine Kamera gefunden, Jade. Ich lege sie hier hin. Ja, das werden wir doch gleich mal ausprobieren, wenn die Kameraführung nicht wäre. So, nehmen wir mal die Kamera an uns. Kamera bereit. Jetzt Kamera. Geht es an dir, Jade. Ja, Kamera aktivieren, Umschalt, zielen mit der Maus, zoomen, W und S. Ja, das klingt machbar. Um die Bilder anzusehen, Kamera im Inventar auswählen, Foto, ja, ist mir egal. Scanalyzer-Funktion 2D, 3D, fotografiere Wandkarten in 2D, sie werden analysiert und in 3D umgewandelt. Das sagt mir gerade gar nichts. Halte Umschalt gedrückt. Oh, muss ich gedrückt halten, ach so. Und ein Foto machen. Gehen wir mal näher ran mit dem Zoom. Adalia Octopunctata. Hallo Jade, wir benötigen eine komplette Auflistung aller hier lebenden Tiere. Viel Glück. Ja, und schon haben wir 150 Einheiten verdient. Euro wäre schön. Aber waren tatsächlich nur Einheiten. Und wenn wir hier 10 Tiere sind, das glaube ich, sobald wenn wir die fotografiert... Sobald du 8 Fotos gemacht 8, hast, okay. Kannst du einen Digital-Zoom laden. Dann können wir nämlich noch weiter zoomen. Und ich glaube, das hatte ich sogar immer hier gleich die schon am Anfang. Die Doms werden uns alle holen. Wir werden alle sterben. Fang geschafft. Hab keine Angst, hier im Leuchtturm bist du sicher. Ja, und ich glaube, diese Kinder können wir auch fotografieren. Da sind nämlich Schafe bei und das ist halt total crazy, diese Welt. Ich meine, allein schon so ein grüner Lippenstift ist halt auch sehr gewagt. So grünlipprig, weiß ich nicht. Aber steht hier halt, ne? Aber im echten Leben würde sich das halt, glaube ich, keiner trauen. Nicht gelistete Spezies, organische Materie. Homo, ach, das ist ein Homo. Homo sapiens. Klasse, ich fahre ein Backup. Also der ist jetzt nicht schwul oder so. Der Mensch heißt halt einfach auf schlau Homo sapiens, ne? Jetzt für alle. Okay, Jade. Die keine Ahnung haben. Ich überweise die Dineros an diese miesen Optima-Typen. Ja, mach mal, wenn du den Satz da fertig geschrieben hast. Optima. Optimal. Zurück. Stromzufuhr wiederhergestellt. Danke, dass Sie sich für Optima entschieden haben. Schild aktiviert. Autsch. Gute Arbeit, Jade. Ich guck mal, ob wirklich alles wieder funktioniert. Komm mal hier runter. Hier ist eine Mission für dich. Nein. Jade, reporting. Mission M-Disc liegt bereit. Ja, denn die Jade ist ja eine Reporterin, eine rasende Reporterin, die, man könnte zwar meinen, sie unterhält ein Waisenhaus oder so, aber tatsächlich eigentlich berichtet sie Stadt? Nein, keine Ahnung, sie ist auf jeden Fall Reporterin, Journalistin und isst halt gerne diese Starkos. Sollte... Analyse, okay. Genau, stellt ein Herz der Energie wieder her, auswählen. Ich weiß nicht, was 2 und 3 heißen soll. Wahrscheinlich, damit man da rumswitchen kann. Das mache ich aber mit dem Mausrad. Steht hier nicht, dass man das kann, aber das geht. Und essen mit Q. Mit Q. Q. Ja, und hier tatsächlich auch noch... Ja, so öffnet man Öfen. Einfach gegentreten und dann das Starkos nehmen. Und hier auch nochmal das Starkos. Und das nächste Starkos. Und halt auch das letzte Starkos, damit die Kinder halt auch ja nichts zu fressen haben.
Wir haben die ja gerettet, dann können sie auch selber für ihr Wohlergehen sorgen. Ich meine, das kann ja wohl nicht zu erwarten sein, dass wir uns jetzt hier wirklich ganz krass um die kümmern. Wie geht's dir denn, Joa? Gut. Ich habe vielleicht einen Job gefunden. Was? Mohanji Yangalavanka Iris hat Tonge Iris. Ja. Alles klar, Mädchen. Siehst du aus wie ein Homo? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich kann nicht fotografieren. Ach so, bist doch ein Homo. Hätte ich ja gar nicht erwartet. Sah es gar nicht so aus. So, wir können mit der Leertaste ein bisschen schneller laufen, weil ich wollte erstmal hier die Hütte absuchen. Bist du auch ein Homo? Nee, da hinten ist kein Homo. Das ist kein Homo. Hier zu weit. Komm mal näher ran. Capra Sapiens. Aber auch ein schlauer Fuchs. Ich speichere das. Weil Sapiens heißt schlau auf schlau. Also auf Latein. Mit Latein meine ich schlau. Da haben wir drei. Haben wir jetzt fotografiert. Können wir den auch ansprechen? Kipp. Hm? Kümmerst du dich gut um unseren Neuzugang? Keine Angst. Wir lassen sie nicht hängen. Aber ich glaube, sie wäre jetzt lieber allein. Du bist der größte Kipp. Danke. Hier hast du eine Kippe. Aber bitte nicht weitersagen, sonst wollen die allen anderen auch noch was abhaben. Na du Rotbart. Okay, der Schild ist wieder aktiv. Wenigstens bist du hier, Jade. Ich geh jetzt Tetris spielen. Hi. Hm. Bist du schon bereit, uns deinen Namen zu nennen? Sasa. Wie geht's dir? Angst um deine Eltern? Ich denke die ganze Zeit an sie. Fühl dich wie zu Hause, Sasa. Ja. Ja, ich habe das jetzt sehr emotionsgeladen vorgelesen. Eigentlich ist das auch total traurig, was hier passiert, dass die ihre Eltern verloren haben oder zumindest nicht wissen, wo sich die Eltern befinden und deswegen bangen und Hoffnung haben. Aber ja, es ist ein Let's Play. Da muss ich für gute Stimmung sorgen und kann jetzt nicht rumheulen, weil sowas Schlimmes passiert ist. Fühlst du dich besser, Feen? Ha, den haben wir es gezeigt, diesen Doms. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Alpha-Abteilung. Dann werden diese Doms dafür büßen, dass sie meine Eltern entführt haben. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Kannst dich gleich abschlachten lassen, beziehungsweise bei der Alpha-Abteilung musst du ja gar nichts machen. Kommst immer zu spät und fährst dann die Lorbeeren. Was ist das denn für ein Puppending, ey? Ich finde ja Puppen total hässlich, aber die sieht ein bisschen... Also schön wollte ich jetzt nicht sagen. Sieht eigentlich noch fast ein bisschen mehr creepy aus. Puppen sind wirklich creepy. Ich verstehe mal nicht, die Leute, die die Puppen sammeln, das sind ja meistens sogar Frauen. Frauen sind ja auch prinzipiell creepy, aber Frauen, die auch noch Puppen sammeln, die schießen dann auch ganz krass den Alpha-Abteilung. Sie werden uns Vogel beschützen. Ja. Sei tapfer. Wir müssen stark sein. Kenn ich dich schon? Ach, du bist auch so ein Capra. Habe ich mit dir schon gesprochen? Hi, Umi. Du altes Capra. Hi Jade, geht's dir besser? Mir geht's gut, danke. Weißt du, das ist komisch, dieses Ding. Das Doms-Monster? Ja, ich hatte das Gefühl, als würde es mich kennen, denn es hat in einer sehr klaren Sprache mit mir geredet. Ich glaube, es wollte mir guten Tag sagen. Drücken! Hier war, glaube ich, genau... Hier konnte man... Ich weiß nicht, was das genau sein soll. Ich hatte mir gedacht, dass es bestimmt so... eine Möglichkeit, Cheats einzugeben oder so. Ich habe das aber nie verifiziert oder falsifiziert. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll, aber ich bestätige einfach mal den falschen Code. Den werden wir vielleicht noch irgendwann mal rauskriegen oder so. Das Spiel dauert ja durchaus etwas. Vielleicht gibt es ja hier die Zeitwaffe oder was weiß ich. Irgendwas Besonderes halt. So, hier unser Schaltersystem. So öffnet man Türen in der... Ja, ich würde jetzt nicht sagen in der Zukunft, sondern in der alternativen Gegenwart. Auf jeden Fall finde ich unsere Badewannen und soll das hier das Badezimmer sein? Also hier baden kann ich ja noch irgendwie vielleicht nachvollziehen, aber sind das jetzt hier die Klosetts? Kacken sie hier rein oder was? Also ich würde da ja nicht reinschietern wollen. Sieht aber auf jeden Fall gepflegt aus, gepflegter als man denken könnte. Aktives Prinzip. Energieanzeige steigt um ein Herz. Das ist richtig praktisch. Jetzt haben wir drei Herzen. Und da sehen wir schon die erste Zelda-Anleihe. Allein schon dieses, ja, ich würde ja fast sagen Ringmenü oder so. Also da oben links in der Ecke. Das wirkt ja schon wie von Zelda. Aber da kannst du ja noch sagen, ja, macht man halt so. Aber das mit den Energiecontainern und so, das ist halt direkt von Zelda übernommen. Finde ich ja nicht schlimm. Ich finde es ja absolut nicht schlecht. Das ist ja alles gar nicht negativ gemeint. So, und hier wollte ich gerne raus, um hier noch so ein paar Albatrösse oder so zu fotografieren. Die kann man aber relativ schwer einfangen, bringen aber mucho
Mucho Dineros. Und hier oben war auch doch gerade hier noch so ein Ding. Hier, genau da. Den muss ich irgendwie kriegen. Muss ich warten, bis er wieder vorbeikommt. Leider habe ich noch nicht den optischen Zoom. Also den digitalen hier. Das Sternbild der Distel? Okay. Whatever. Ach, Schande. Persönliches Foto. Das sollte kein persönliches Foto werden. Aber sag mal hier. Was ist das da? Sternbild, 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 Zeppeline. Ja, aber ich muss den doch irgendwie da auch... Das habe ich auf jeden Fall immer schon gemacht, ganz am Anfang. Der bringt irgendwie 1500 oder so. Die will ich mir nämlich nicht entgehen lassen. Nein, zu weit. Zu weit. Okay, gehen wir... Aber wenn ich näher rangehe, dann kriege ich ihn ja nicht richtig drauf. Aber solange er ihn irgendwie nimmt... Na komm, na komm. Nein, er wird nicht gewertet. Schande. Jetzt vielleicht? Oder habe ich das doch erst später gemacht? Kann natürlich auch sein. Versucht nochmal von der Position hier. Nee, nimmt er nicht, nimmt er nicht. Muss ich später machen und die dann komme ich halt nochmal hoch und dann kann ich auch hier gleich die Vögel noch mitnehmen. Die kriegt man sowieso so schlecht drauf, zumindest von Nahem. Ich denke, die kann man auch fotografieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und warum macht man das? Weil man später, glaube ich, auch dadurch Perlen bekommt. Auch dadurch. Und ich bin perlensüchtig. Weil man damit richtig coole Upgrades... Und weil ich vor allem... Man bricht ja auch so ein bisschen im Sammelfieber aus. Ist jetzt nicht so, dass man das machen muss. Aber ich habe da voll Bock drauf und deswegen... Also wir werden bestimmt nicht 100% spielen oder so. Es gibt ein paar Geheimnisse bestimmt, die ich halt auch einfach nicht kenne. Noch nicht. Und dann halt auch nicht weiß, wie ich drankomme. Und dann ewig viele Parts zu probieren, ist halt auch tierisch langweilig. Aber so ein bisschen... Es ist ja ein Let's Play. Man kann sich ja immer selber aussuchen als Let's Player, ob man wie exzessiv man das irgendwie macht. Und ich mache da mal so eine Halb-Halb-Geschichte draus. Oh, was hat er denn da im Maul? Ich kann jetzt nicht spielen, okay? Nein, wo? Was? Nein! Och nee. Och nee, wie süß. Ja, deswegen mag ich Hunde lieber als Katzen. Also nicht, weil sie mir Sachen klauen und weglaufen, sondern weil die voll süß sind. Gut, der ist jetzt auch übertrieben süß gemacht, aber ist ja auch ein Comic-Look, deswegen muss er das auch sein. Und ich weiß sogar, wo er ist, denn ist er hier rausgelaufen. Wuff, gib mir das. Hey, hey! Da. Oh. Du hast verloren, Flohtransporter. Jetzt gib sie mir zurück. Erstmal ein Foto machen. Ganz ehrlich. Nicht gelistete Spezies. Kann es. Super Exemplar. Bild gespeichert. Wie nur 100. Das ist ein richtig schöner Köter. Ein richtig schöner Flohtransporter. Da muss ich doch hier etwas extra kriegen. Und was kriege ich dafür? Für die ganze Fanggeschichte? Ich nehm's auf. Büchse Kebabs. Kebabs? Soll das Kebabs ausgesprochen werden? Okay. Dann halt Döner in Pink. Das kann natürlich auch sein. Ja, braver Hund. Ganz brav. Was haben wir denn hier? Ganz vorsichtig. Sonst läuft es uns noch weg, womöglich. Na, immer noch. Ich hasse das ohne den Zoom. Ich bin total von dem Zoom verwöhnt, den man gleich bekommt. Priodontis Campestris kämpft wohl gerne. Keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt. Ein Feldarmadillo. Die werden sehr selten. Ja, bei mir zu Hause laufen die rum. Da kannst du mal sehen. Haben wir nicht eigentlich 350 überwiesen? Warum haben wir eigentlich schon wieder so viel? Oder haben wir durch den Schafskopf, haben wir dadurch so viel extra wieder bekommen? Keine Ahnung. Ich kann das jetzt gerade nicht sagen. So. Es lohnt sich immer an die Klippen zu gehen und zu schauen. Man kann jetzt auch direkt die Mission machen. Aber ich habe da... Ich mache erstmal hier so ein bisschen Krams. Man kann hier zum Beispiel auch einfach mal den Schild wieder deaktivieren. So ein bisschen total bekloppt spielen. Was halt gar keinen Sinn macht, weil jetzt kommen die ganzen Feinde wieder. Aber wenn man halt einen Schaden im Kopf hat, dann macht man das einfach mal. Vielleicht muss man das auch irgendwann mal machen. Aktiviert. Vielleicht kann man damit auch bestimmte... Vielleicht kann man die damit anlocken und dann ein Foto von denen machen. Aber ich probiere das jetzt nicht aus, weil ich das nicht weiß. Könnt ihr ja selber machen. Kauft euch das Spiel gefälligst. Oh. Was ist das? Ach so, hat sich irgendwer zum Schlafen hingelegt. Sasa, sag doch mal, mach's dir bequem, in der Küche sind noch ein paar Reste übrig.
Habe ich zwar weggenommen, aber ich tu mal so, als hätte ich es nicht getan, damit du dich da dumm und dusselig suchen kannst, Sasa, ne? Einfach mal hier, so weil du die Neue bist, wirst du einfach mal so ein bisschen rumgetrollt. Danke, danke. Bleibst trotzdem draußen. Na, das war ja clever. So, hast du was Neues zu sagen? Nee. Alter, das ist doch kein Homo Sapiens. Und die spricht doch noch total ausländisch. Ui, ui, hey, hey, hey. Nein, nein. Vogel, Vogel, Vogel. Yes. Eingefangen, Larus albus. Seemöwen. 400. Gut gemacht. Krasse Menge. Unser Schwein können wir bestimmt auch fotografieren. Hier die Kampfsau. Laura. Setzt sich dorthin.